Hey ho, heute wieder Besuch da. Was machen wir denn? Eine Schweinerei. Moment. Und zwar diese Spanferkel Hinterhaxen. Frisch. Ja. Die werden wir jetzt auspacken, abtupfen und dann mit frischen Kräutern und Meersalz einvakuumieren und dann werden die sous vide vorgegart bei, dann nehmen wir gleich direkt 80 Grad, 75 Grad, 80 Grad, schauen nachher, also sowas um den Dreh rum für 17, ja, 2,5 Stunden in etwa und dann kommen die ganz einfach in der Grillkota direkt auf den Grillrost drauf und werden da dann noch ein bisschen angeknuspert, aufgebräunt, ja, und dann verspeist. Dann gehen wir rüber und schauen mal, was ich an Kräutern alles da habe. Da wären wir schon. Also, ich habe hier mal frischen Oregano gezupft. Was kommt damit raus? Oh. Oregano, dann frischen Rosmarin und hier unten ganz viel frischen Thymian. Und ein bisschen Unkraut hängt dazwischen auch noch, aber egal, das werde ich nachher noch sauber aussortieren und dann kommt es dann mit in den Vakuumbeutel rein und darf seine Aromen ans Fleisch abgeben, während es sous vide gart. Auspacken, abtupfen, in die Schale und dann geht es auch schon weiter. So Leute, bevor wir aber jetzt weitermachen, werden wir hier auf alle Fälle ein klein bisschen die Schwarte einritzen. Ob wir das überhaupt brauchen, keine Ahnung. Ich glaube, das Messer muss ich auch mal wieder schärfen. Welches ist denn da schärfer gerade? Oh, ich hasse es, ich hasse es. Ich schärfe mal schnell Messer auf ein neues. Ja, das sieht schon wesentlich besser aus. Ja, da kriegen wir auch Schnitte rein, ordentliche. Also wie gesagt, bloß ein bisschen einschneiden. Hey, Gewürze noch, Kräuter noch nicht. Wer da natürlich Lust hat, der darf sich eine komplette Raute reinschnibbeln. Ich habe dazu weder Zeit noch Lust heute. Deswegen einfach bloß ein bisschen einschneiden. Fertig. Beutel habe ich mal schon zurechtgelegt. Kommen immer zwei Stück rein. Da darf man ruhig ein bisschen Salz reinhauen. So, vom Oregano gar nicht zu viel. Dass das noch ein Pizzaschweinerl wird. Du darfst im Hintergrund ruhig lachen über meine Witze. Das wird einfach mit ins Video reingeschnitten, brauchst keine Angst haben. Oh, Rosmarin. Die Zweige verteilen wir auch hier schön.
Und zum Schluss jetzt noch den Thymian. Das soll der Hauptkräutergeschmacksträger sein hier drin. Da hauen wir ein bisschen mehr rein. Ein bisschen verteilen hier. Nächste Ladung. Was habe ich hier jetzt erwischt? Vertrocknete Stiele. Komm mal Eis. Ja, und dann werden sie einvakuumiert. Und kurz vorm Vakuumieren ist mir jetzt auch eingefallen, wie das Video heute heißt. Und zwar die Kräuterspanferkelhaxen. Ganz einfach. Und jetzt vakuumieren. Ja, und genau so, naja gut, wir hätten jetzt die Kräuter untenrum auch noch ein bisschen verteilen können. Das mache ich jetzt im anderen Beutel noch. Und so kommt es jetzt dann gleich ins Sous-Vide-Becken. Aber im Sous-Vide-Becken geht es ja sowieso wieder ein bisschen auf und ja, dann ist das jetzt so schlimm mit den Kräutern. Jo, hier ein bisschen mehr verteilt und das wandert jetzt gleich ins Sous-Vide-Becken bei, ja komm, sag mal, wie viel Grad sagen wir? 78, machen wir 78 Grad und gut ist. Eingeschaltet, auf 78 Grad eingestellt, auf 3 Stunden. Es reicht locker. Wahrscheinlich nehmen wir es ja eh nach 1,5 oder 2 Stunden raus. Die Häcksle habe ich schon mit reingeschmissen. Und ja, der heizt jetzt auf. Und wenn er die 78 Grad erreicht hat, dann schaltet er um und der Timer läuft runter. Das übliche halt. Ja, lass mal stehen. Können wir dabei eh nichts tun, außer vielleicht nachher dann irgendwann mal die Grillkota vorbereiten, hier noch das Grünzeug rausfischen, was noch an der Tüte hängen geblieben ist. Ja, und wir sehen uns dann später, wenn wir die Häcksle auspacken, tät ich doch ganz pauschal mal sagen. So Leute, jetzt geht's weiter. Wir haben es jetzt gleich 10:30. Warum so spät geworden? Naja, ganz einfach, wir haben noch auf den Mitesser gewartet. Wer ist es? Seht ihr nachher gleich draußen. Gibt sozusagen ein Wiedersehen. Die Spanferkelhäcksle waren jetzt so knappe 4 Stunden im Sous-Vide-Bad. Die tun wir jetzt auspacken. Schatzi kocht gerade noch Knödelchen, macht uns ein leckeres Süßchen dazu und ja, während die das macht, gehen wir dann schon in die Grillkota raus. Ich packe jetzt die Dinger aus. So Leute, es ist soweit, dass mein Handy schon wieder rumpiepst, wie blöd. So, die Kräuter brauchen wir jetzt nicht unbedingt, wenn welche dran hängen bleiben, ist das jetzt auch nicht schlimm. Aber riecht tut das Ganze lecker. Die Grillkota ist schon die Kohle angefeuert. Wenn wir jetzt gleich hinausgehen. Na komm raus, du Feigling. Was machst du, Schatz? Ach, da ist der Knochen. Ja. So Leute. So sehen sie jetzt aus. Und die kriegen jetzt draußen auf dem Grill noch Farbe. So Leute, in der Grillkota angekommen.
Ja, die Kohlen glühen schon schön. Jetzt fehlen bloß noch die Häcksle. Wo bleiben die? Essen! Aha! Bitteschön! Der Ernie-Boy ist wieder da. Ja. Und wer noch? Der Sascha. Ja, und jetzt schmeißen wir sie auf die Glut und grillen sie. Ich hätte doch mal ganz pauschal sagen, du stehst im Licht. Oder auch nicht. Und wir hauen die jetzt direkt auf den Hotspot in der Mitte, tun die ein bisschen drehen und wenden und nachher bloß noch ein bisschen nach außen ziehen. Tja. Und dann warten, bis sie Farbe haben. Und riechen tun die. Björn, nach was riechen die? Thymian. Wie kommst denn du darauf? Ich weiß nicht, das riecht so. Wenn die so gut schmecken, wie sie riechen, dann... Bestimmt. Hängt noch ein bisschen fest. Ah ja. Wir tun die jetzt auf alle Fälle des Öfteren drehen und wenden. Ja, da tut sich schon was, dass wir die von allen Seiten so richtig schön anknuspern. Na, das müssen wir noch liegen lassen. So Leute, drehen und wenden, wie gesagt. Und ja, schauen wir mal wieder. Wenn man zu wenig dreht, dann verkohlt es. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen eben bloß, dass die Schwarte überall schön aufploppt. Oh, jetzt weiß ich nicht, ob ich zu sehr mit der Cam gewackelt habe, aber ja, die werden. Hey, Handyverbot. Was? Da. Jetzt lassen wir es eigentlich bloß noch außen so ein bisschen ziehen. Hören genüsslich dem Handy zu von Schatzi. Ja, wir amüsieren. Das ist aber so, wenn ich hier bin. Ja. Also, wir haben hier schon wieder jede Menge Spaß, obwohl wir nur zu viert heute hier sitzen. Aber auch das ist lustig. Und ja, ich habe in einem Video gefragt gehabt, was wir hierin ändern können. Da kam einiges noch zur Videolänge. Tut mir leid, ich muss einfach solche Sachen mit reinschneiden ins Video. Weil bei mir persönlich gehört das einfach, das Ganze drumherum mit dazu. Das ist das, was für mich mit die Grillerei ausmacht, dass man Spaß dabei haben und nicht bloß ich nehme jetzt das Teil, hau das drauf und auf einmal ist alles fertig. Kann ich nicht. Also bei mir gibt's, das war mein Handy, gibt's halt ein bisschen mehr zu sehen. Ja, die Hutze hier habe ich jetzt noch mal ein klein bisschen tiefer gehängt. Der Meldesensor jetzt gibt ziemlich Ruhe, also da sind wir jetzt bloß bei 15, ich weiß zwar nicht, was die Zahlen genau bedeuten, aber der ist noch weit davon entfernt, zum Piepsen zum Anfangen. Und warten kommt der Kamin hoch. Ja, also aufs Dach muss ich auch nochmal und dann müsste das jetzt alles sehr gut funktionieren. So, und jetzt warten wir, bis wir die Knödel kriegen und dann können wir essen. Leute, ich lach mich tot. Also das 15, da sagt der Sascha gerade 0 Kohlenmonoxid, dann schaue ich da hoch. Tatsächlich 000. Die 15 da oben sind die Temperatur, was da im Eck herrscht. Also, passt doch alles. Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen. Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen.
Ja, aber das ist schon ein Unterschied zwischen Brille. Lesen und Verstehen. Ja, ihr lästern sie wieder über mich. Ich hab's bloß vergessen gehabt, dass das ja auf Temperatur auch umschaltet. Kommt vor. Entschuldigung. Zu mir hast du schon gesagt, ich werd alt, du bist es. Hey, ich heiße nicht Dirk. So, das muss jetzt mal gesagt werden. So, Freunde, die Häcksle sind soweit fertig. Das Süßchen ist da. Und Nödelchen. Und ja, den Teller natürlich auf. Jetzt wird ausgeteilt. Und dann gibt's schon das Probierle. So, Freunde, und den kompletten Teller will ich euch natürlich jetzt nicht vorenthalten. Bloß aufpassen, dass ich hier jetzt nicht rumsappere. Und so sieht jetzt das Häcksle aus. Mit den Knödeln und der Soße. Das lassen wir uns jetzt schmecken. So, fangen wir mit dem Probiererchen an. Erst einmal Knödelchen mit Soße, sehr gut. Um 23.18 Uhr essen wir. Macht gar nichts. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Wunderbar. Aber ein großer. Nee. Richtig geil, wie die Kräuter durchkommen, besonders der Thymian. Thymian? Ja, der Thymian. Hast du richtig erraten gehabt. Also, wow. Nachher, wenn wir gegessen haben, zähle ich aber noch an Sascha und den Björn vor die Cam fürs gemeinsame Fazit. Leute, wir essen jetzt, wir sehen uns nachher. So, da hocken sie, die beiden. Ich kämpfe mich hier mal um die Cam rum, um Stativ. Uah. So, Fazit. Der Thymian ist wunderbar noch durchgekommen. Von den anderen Kräutern hat man auch noch ein bisschen was geschmeckt, vom Rosmarin besonders. Also ich bin vollkommen zufrieden. Ich habe ja sehr viel Salz reingetan, war mit purer Absicht und siehe da, die Dinger haben richtig gut geschmeckt. Sascha! Absolut toll, super. Also das war butterweich, das ist der Rest. Also echt toll, die Gewürze, also die Kräuter. Dass ja. Das so gut rauskommt und das so gut, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja. Absolut toll. Björni Boy? Ich kann auch nicht mehr zu sagen, ich bin satt. Total satt. Ey, also ich bin satt, ist der Spruch von meinem Schatz. Jetzt einmal für Dirk. Ja, er hat nicht angerufen, er hat nicht die Nummer 2 gedrückt auf seinem Telefon und es hat trotzdem sehr gut geschmeckt, die Haxen. Andrea hat lecker Kartoffelknödel mit leckerer Soße gemacht. Eine super Kombination, alles drum und dran. War super, alles genial. So. Björn, du bist die 0, nicht die 2. Nein, er hat gesagt, ich bin die 2. Nein, du bist die 0. Ja. Auf Dirks am Telefon bin ich die 2. Schatzi? Die bringt gar kein Wort mehr raus. Ja, Leute. Somit haben wir wieder ein Grotter-Video fertig gebracht. Wunderbar. Das nächste Video, ja, wie soll es anders sein? Es wird wieder in der Grotter stattfinden, aber wir topfen. Und noch was Besonderes vorher, weil wir bauen zumindest zum Teil ein Gericht von einem Kollegen nach, das es auf GMF gegeben hat. Auf Grillen mit Freunden war das. War das gut damals? Ja. Ja, und das bauen wir so ziemlich nach. Mhm. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Tschüss. Gut.
Sollen wir die schon mal draufstellen? Ja, natürlich. Natürlich. Einfach durch das Ding genau in die Mitte. So.